Moin, moin, meine lieben Mid-Division-Agenten und herzlich willkommen zu diesen Kurznews von der E3 2019 zum Thema The Division 2 und Ghost Recon Breakpoint. Doch bevor ich anfange, noch eine kleine Info in eigener Sache. Der angeteaserte Livestream, den wir heute zum Thema E3 auf Twitch starten wollten, den musste ich leider mittendrin kurzfristig, also zu Beginn des Streams, kurzfristig absagen. Bitte da um Verständnis, aber ihr wisst ja, bei mir gilt, Familie geht vor. So, wir kommen zum Thema Breakpoint und da gibt es auch nicht viel zu erzählen, außer dass vom 5. bis zum 8. September die Open Beta stattfindet und der Release ist ja wie bekannt am 4. Oktober. Mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass die Präsentation doch eigentlich ganz cool war, die sie uns da heute gezeigt haben. Weiter geht es jetzt mit The Division 2. Hier erwarten uns schon alsbald neue Missionen und zwar Anfang Juli soll das Ganze wohl schon so sein. Und diese Missionen werden nicht in Washington DC selber sein, sondern uns nach außerhalb der Stadt tragen. Hier werden wir unter anderem im Washington National Zoo den Outcast Leader und den abtrünnigen Präsidenten Ellis suchen müssen. Und laut dem Creative Producer Terry Spear von Red Storm soll uns diese ganze Mission auch ein wenig logisches Denken abverlangen. Zumindest habe ich das Ganze so verstanden. Mal gespannt, was er damit genau meinte. Im Herbst diesen Jahres beginnt dann die Episode 2, die wieder auch wie bekannt sein sollte, kostenfrei ist und wir begeben uns dann dort in das Pentagon, wo wir uns in drei neuen Hauptmissionen gegen die Black Tusk wieder mal behaupten müssen. Und mit dieser Episode 2 wird es auch die zweite große Raid-Herausforderung geben, wo wir uns diesmal aber gegen die True Sons behaupten müssen. Bin mal gespannt, was uns dann da erwartet, ob das auch wieder so ein knackiges Teil wird wie im ersten Raid. Und nach Episode 2 folgt natürlich Episode 3, die wir aber erst im Frühjahr 2020 zu erwarten haben. Und hier ist es auch schon mehr oder weniger ein offenes Geheimnis gewesen. Wir gehen zurück nach New York. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir uns wieder mit den Cleanern anlegen müssen. Ich freue mich drauf. Und zum Schluss kommen wir noch zum Thema Film. Das ist ja auch schon bekannt, dass ein Film, also ein The Division Film gedreht wird. In der Hauptrolle finden wir hier Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain, wobei ich die gute Frau nicht kenne, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird dieser Film in Produktion oder Kooperation mit Netflix stattfinden. Und da hoffe ich mal, dass das hoffentlich ein guter Film wird. Naja, Uwe Boll hängt nicht mit drin, dann kann das auch nur was Gutes werden. Haha. Das war's mit meinen Infos für heute und wie immer gilt natürlich, wenn euch diese Infos gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus, teilt's bei Facebook, Twitter, hast du nicht gesehen und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und eine schöne Woche und was auch immer. Wir sehen uns morgen auf Twitch oder am Donnerstag auf Twitch oder die Tage wieder auf YouTube. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao!